Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 Bio. Letzte Folge wollten wir irgendwas machen, aber muss ich ganz klar am Anfang schon sagen, habe ich vergessen, was wir machen wollten. Und auf jeden Fall habe ich die Qualität, also das Bildformat jetzt runtergestellt wieder, um zu gucken, ob die Aufnahme... Geil. Ob die Aufnahme läuft. Läuft aber, wie ihr wahrscheinlich merkt, wenn ihr sie seht. Ja, und deswegen ist die Qualität jetzt vielleicht auch wieder nicht so gut, aber mir ist aufgefallen in den letzten, ich glaube, 3 Videos oder sowas, war es ziemlich dunkel in der Aufnahme und jetzt dürfte das besser sein. Und ja, deswegen bin ich einfach in der Hoffnung, dass es jetzt besser ist. Und ich glaube, wir wollten uns gerade Schafe zulegen, ne? Aber ich glaube, ihr wollt eher die Schweine sehen. Deswegen besorgen wir uns mal erstmal ja, wir gucken mal kurz, was wir alles noch hier im Silo haben. Ich glaube, wir haben alles da reingepackt, ne? Vorübergehend. 45.000, genau. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, ich würde sagen, wir besorgen uns erstmal Moment, wir fahren ein Stück vor. Ein bisschen schöner dann. So. Das heißt, wir besorgen uns erstmal, das war falsch, ein Wasserfass. Und da habe ich schon mal geguckt, das findet man unter Tiere. Und dann hier, Wasserfass, das nehmen wir mal. So, das haben wir gekauft, 12.000 haben wir jetzt noch. Oh, was ist das denn? Oh, der ist aber, groß. Uiuiui. Gut, das haben wir schon mal. Das holen wir jetzt mal vom Shop ab. Und ich habe die Zeit mal laufen lassen so. Das heißt, alles wächst jetzt auch ein Stückchen schneller. Und das wird auch schneller. Schneller, heller. Gut. War wieder nicht so gut. Die besten Witze sind die eigenen. Wie man so schön sagt. Da drüben steht die Sämaschine. Die arbeitet aber noch. Und wir könnten auch eventuell bald mal mit dem Zug arbeiten, wobei ich nicht weiß, ob der Gras laden kann. Ich glaube, da hatten wir überlegt. Und Schafe wollten wir uns eigentlich zulegen. Aber das kennt man ja schon. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie die Schafe aussehen. Und... nee, nicht die Schafe, Entschuldigung. Ich meine die Schweine, wie die Schweine aussehen. Und deswegen fahren wir hier mal los und holen unser Wasserfass. Vielleicht könnten wir auch direkt noch ein Gewicht vorne ran machen. Das wäre vielleicht auch eine ganz schöne Idee, dann hat er vielleicht nicht so ein Kipplastteil und da blinkt die Laterne. Ich weiß nicht, ob das ein Grafikfehler ist oder ob das so soll. Wäre ein schönes kleines Easter Egg, wenn das so soll. Und dann kann man schön sehen, wie wir hier mit unserem Case langfahren. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Es war ein bisschen dreckig, aber das ist ja egal. Ja. Da haben wir auf jeden Fall einen schönen Trecker noch. Also auf jeden Fall noch nicht kaputt oder sowas. Ich weiß gar nicht, gibt es ja auch ein Schadenmodell? Das wäre ein Schadensmodell. Ich glaube, so heißt es eher. Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Und ich habe herausgefunden, wo die Blinker sind. Wir können jetzt nämlich blinken. Wir können Warnblinkanlage und rechts blinken. Wir wollen ja links rüber. Weil wir ja gleich zum Shop wollen. Ach, wir hätten das Fass eigentlich auch mit einem Pickup holen können. Der wäre schneller gewesen tatsächlich. Naja, fahren wir wieder ein bisschen in Perspektive. So, hier müssen wir dann rechts. So, und da vorne haben wir dann das Wasserfass. Einmal hier ran. Und ja, der hat leider keinen Heckspiegel. Und keine Rückfahrkamera. Also, ich glaube, Rückfahrkamera hat hier keins im Spiel. Kein Fahrzeug. Hier ist doch der Pickup, ne? Ja, das steht da vorne irgendwo. Der steht hier auf jeden Fall irgendwo. Ich weiß nur gerade nicht, ob es das hier ist. Das unser? Nee. Dann wird das da vorne unser sein, ne? Auch nicht. Wo steht denn unser Pickup? Moment mal. Okay, der ist voll. Hier steht unser Pickup. Wo ist das denn?
Wo stehen wir denn hier? Naja, gut. Da hätten wir gerade mal abtanken gehen können hier. Da ist er. Einmal hier Warn, nicht Warnlicht, sondern Rundumleuchter an, damit der metrisch aussieht, dass wir kommen und ihnen helfen beim Abtanken. So. Gut, der seht hier schön weiter und damit können wir jetzt schön zum Hof fahren und das mit dem Geld wird schon langsam ein bisschen eng, ne? Also da sollten wir uns mal überlegen, ob wir was wegfahren oder die Zeit runterstellen, wir mehr Zeit haben, was wegzufahren. So. Ja. Machen wir kurz einen Screenshot hier fürs Thumbnail. So. Ja, hier schön auf dem Highway, wo man glaube ich nur 53 fahren darf. 50? Da stand es jetzt nicht drauf. Vielleicht steht es... Nee. Da steht wahrscheinlich nur Stopp da auch. Da vorne ist noch... Ja gut, ich glaube, das sollte man nicht machen. Na gut, wer es machen möchte, der macht es halt, wer nicht, der nicht, ne? Da steht ein Schild. 50 darf man nicht fahren. Ja, kommen wir nicht ran. Gut, dann fahren wir halt, wenn man halt nicht geblitzt, ne? Also hat auch Vorteile, wenn man nicht so schnell kann. Ist halt vergessen zu blinken. Wir wollen es natürlich auch realistisch spielen. Und da müssen wir eigentlich nochmal... Oh, wir müssen sowieso gleich links. Hier der Beweis, ich blinke. Dann biegen wir hier einmal ab. So. Und hier ist noch Mais. Den könnte man bestimmt irgendwie als Mission abernten. Vielleicht spiele ich zwischen dieser und der nächsten Folge auch nochmal ein paar Missionen. Oder zu der nächsten. Zu der übernächsten. Genau, zwischen der nächsten und der übernächsten Folge spiele ich noch ein paar Missionen. Wenn ich dran denke, dann haben wir noch ein bisschen extra Geld und man sieht 6.990, das ist schon ein bisschen eng, ne? Also viel ist es gerade nicht. Sagen wir es mal so, lieber. So, die Seemaschine macht wieder Terror. Ne, das war ja da vorne, stimmt. So, der Mähdrescher ist fertig, das heißt, den könnten wir gleich umparken. Stroh brauchen wir aber auch noch. Für die Schweine. Moment, der Trecker kann aus, glaube ich. Dann haben wir da den Pickup, hier den Anhänger-Trecker gedöns. Und... Ah ja, ja, aber nicht so laut, ne? Und, ich würde... Oh, eine blaue Fahne hier. Fahne sage ich schon. Eine blaue... Oh Gott, kennt ihr das, wenn man irgendwas sagen möchte und das dann mit einem Buchstaben verwechselt? Eine blaue Fahne? Eine... Blaue Plane. So, jetzt haben wir es. ja, das fahre ich auch mal ins Silo und ich glaube, das Geld, das wir hauptsächlich verdienen werden, werden wir durch Mission verdienen. Aber da ich ja nicht weiß, warum mein Aufnahmeprogramm immer so kurz aufnimmt, weiß ich nicht, wie ich mit euch eine Mission machen soll. Weil das ja nur 15 Minuten irgendwie aufnimmt. Wenn überhaupt. Wenn nicht, dann 13 Minuten und dann... 13 Minuten schafft man vielleicht eine Mission und da kriegt man auch höchstens 3000 für, na gut, 5000 für. Ja, das ist auch nicht so richtig rentabel dann, ne? Da macht man doch lieber in den Folgen irgendwas und außerhalb der Folgen macht man dann Missionen und sowas. Da bin ich schon eher für. Und ja, so eine Mission kann ja auch teilweise auch mal 3 Stunden dauern. Zum Beispiel, wenn man auf Feld 1, nee, Feld Nummer 5, Entschuldigung, wenn man auf Feld Nummer 5 da eine metrische Mission annimmt. Das kann schon mal seine 2-3 Stunden dauern. Habe ich nämlich letztens mal gemacht. Ist nicht so schön, um das zu let's playen. Sagen wir es mal so. Ja. Gut. Das heißt, das Feld haben wir. Und die Seemaschine seht ihr gerade Weizen an. Wir müssten mal gucken, ob das nicht das Schneidewerk, sondern ob das doch Schneidewerk von unserem Mähdrescher. Guck mal, das kann nämlich gar kein Mais schneiden.
Das heißt, wir brauchen auch noch ein extra Schneidewerk für. Und das wäre in dem Falle dann für den. Welche ist denn das? Ach, guck mal, da blinkt immer noch. 1660. Okay, hier machen wir den Blinker mal kurz aus. 1160. Und das hier ist für den 1160, genau. 12.000 würde so ein Schneidewerk kosten. Der kann dann auch Sonnenblumen machen. Und wenn wir ein größeres... Oh, guck mal, hier Fans sogar. Ach ja, stimmt, habe ich als Mod auch drauf. Wenn man ein größeres haben möchte, hier auch schön, ne? Braucht man aber einen anderen Mähdrescher für. Bei so großen Mähdreschern würde ich vorschlagen, dass wir uns die mieten. Weil wenn ihr mal guckt... Na gut, 200.000 geht jetzt noch. Die sind ja gar nicht so teuer. Das kriegt man ja relativ schnell zusammen. Wie teuer ist denn hier so ein 221.000? Okay. Oh, hier, guck mal. Das ist natürlich verlockend, aber... ich glaube, wir haben sogar einen Kredit noch laufen gerade, oder? Da lass uns erstmal vorher gucken. Kredit 0. Na gut, haben wir nicht. Aber, trotzdem. Man muss jetzt ja keinen 200.000er Kredit aufnehmen, um irgend so einen Mähdrescher zu kaufen. Dann würde ich mir auch eher irgendwas kaufen, was für die Tiere sinnvoll ist. Ich weiß gar nicht, brauchen die Schweine auch Silage? Protein? Wurzelfrüchte? Oh, hier, die brauchen wir auch. Da freue ich mich auch schon drauf, diese fetten Maschinen hier. Kartoffelernte nehmen wir mal. Na gut, die ist jetzt nicht so fett. Aber hier diese fette Maschine oder die hier auszuprobieren. Da freue ich mich schon drauf. Und ja. Dann habe ich hier, glaube ich, noch einen anderen Mod installiert. Moment, der dürfte hier drunter sein. Ja, genau. Hier, das sind diese hier und die passen zu dem Terra-Variant oder Weirand oder sowas. Ich weiß aber nicht, worunter der ist. Oder Diverses vielleicht, ne? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da. Ne, gut, da und da nicht. Damit kann man Feld löschen, okay. Der war aber von Holmer. Da. Da ist er. Guck hier. Da kann man die Sachen dann so ranmachen, die hier. Getreidebunker zum Beispiel, Rübenbunker. Also es ist schon nicht schlecht, was man damit alles so machen kann. Der kann aber nur 20 km/h fahren. Der kann 40, ja gut. Aber der kostet nicht so viel und der ist multifunktional. Das heißt, man kann das ranmachen. Was ist das? Ein Schneidwerkwagen. Auch so ein Schneidewerk. Ja gut, aber kann man ja mal machen. Ich meine, warum nicht? Was ist das? Sehr schicke, genau. Der mag keine schicken Stämme. Sehr dicke Stämme können damit nicht verarbeitet werden. Und ja, ich würde vorschlagen, dass wir hier jetzt mit der Folge aufhören. Bei diesen schönen Bildern hier, mal auch mal ein Screenshot. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.